j'ai eu l'idée d'aller équiper cette ligne et de vouloir la grimper parce que à Brigarbad j'allais assez régulièrement faire de l'escalade. Et c'est vrai que quelques séjours aux États-Unis, et notamment j'avais vu un film en 2004 ou en 2005 quand j'étais là-bas aux États-Unis. Et dans ce film, j'avais vu un grimpeur qui grimpait une voie qui était une voie d'escalade sportive, mais il la grimpait sans speed. Et j'ai tout de suite pensé à cette voie Brigarbad et je me suis dit, mais en fait, cette voie Brigarbad, elle mérite de ne pas être speedée. Elle mérite d'être laissée sans protection artificielle pour un challenge d'escalade traditionnelle. Die Gebärde kenne ich eigentlich nur aus Videos. Von früher halt. Und dort habe ich immer. Ja, das ist, hat mich eigentlich immer das Coolste gedacht, wenn ich so in den Filmen früher gesehen habe, das kleine Klettern, das ich gefunden habe. Ja, da ist noch Potenzial rum und es ist eigentlich eine extrem faire Auseinandersetzung mit dem Sport und mit dem Fels. Letzten Frühling habe ich es ja das erste Mal eigentlich wirklich ernsthaft probiert und bin dann knapp noch nach der Schlüsselstelle gefallen. Recht beschäftigt, weil ich wusste, er hat viel Zeit investiert und es muss gehen. Am Anfang ist es eigentlich recht gäbig zum Klettern. Wird man auch sehr gut warm, sind gute Griffe, weite Züge. Dann kommt eigentlich schon gleich einmal eine schwierigere Stelle, wo so ein Riss innen ist und wo noch so unsicher ist zum Klettern, wo man nicht so super steht. Dort kann man auch recht gut einen kleinen Freund geben, der wirklich sehr gut hat. Und ich habe im Verlauf der Versuche habe ich mir gesagt, ja, ich gebe nicht so noch zwei andere Fremde, die ein bisschen schlechter sind. Weil dann kommt die Schlüsselstelle und man ist dann gleich schon ein bisschen angebraucht. Bevor ich die Route angefangen probiere, war eigentlich immer einfach so ein bisschen der Alpin-Gedanke gewesen. Möglichst nicht fallen oder eben wie beim Eisklettern, wo du halt auch selber absicher ist. Wo immer so ein bisschen ist, ja, nicht fallen. Also ich muss umdenken und merke, so, hey, jetzt muss ich halt mal in so einen Freund reinfallen oder reinfallen. Und ja, das war am Anfang ein bisschen schwierig gewesen, aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, ja, es hat. Ja, dann kommt der Ausstieg, der nochmal relativ hart ist, wo man nochmal kleine Griffe muss haben muss. Man kommt halt von unten, ist sehr gepumpt. Und ja, dort ist wirklich einfach die Hauptschwierigkeit beim Schütteln, locker zu bleiben und sich wirklich zu sagen, das geht. Je suis très content que des jeunes grimpeurs maintenant, pas dire à ma suite, parce qu'il y en a plein d'autres qui font aussi de l'escalade traditionnelle, mais d'une certaine manière à ma suite, considèrent que ce type d'escalade est très riche et en vaut la peine. Donc j'étais extrêmement content et fier même quand j'ai appris que Jonas avait réussi la voie comme ça.